Willkommen zum Golfposttag. Heute sind meine Gäste Hanna Baum, Michael Barsche, Andreas Küppers und zum ersten Mal dabei Jonas Janke. Ich bitte euch, euch nochmal kurz selbst vorzustellen. Hanna, mach mal bitte den Anfang. Ja, und hallo und herzlich willkommen in die Runde. Mein Name ist Hanna Baum und ich bin Professional PGA of Germany und bin seit meinem 15. Lebensjahr mit dem Golfsport verbunden. Und freue mich, hier in der Talkrunde dabei zu sein. Arbeiten tue ich derzeit im Kölner Golfclub im Westen von Köln. Michael, machst du weiter? Ja, auch ein Hallo von mir. Ich bin Michael Barsche, gelernter Tageszeitungsredakteur und Golfbetriebsmanager und seit 30 Jahren Sport- und Golfjournalist. Andreas? Hallo, ich bin Andreas Küppers. Ich bin noch nicht mal 30 Jahre, aber trotzdem Journalist und für die Bereiche Golf, Fußball, auch Autor für die Golfpost und ich freue mich auch heute hier mit euch zu plaudern. Und dann haben wir noch den Jonas mit dabei. Ja, moin moin, auch von mir aus dem hohen Norden. Jonas Janke, ich bin 21 Jahre alt und wohne in der Nähe von Flensburg und spiele seit 5,5 Jahren Golf und bin zurzeit noch in der Ausbildung, drittes Lehrjahr. Und hat ein spektakuläres Handicap, nämlich? 10,5, wunderbar. Wir wollen heute über zwei Themen sprechen. Zum einen über die Wiederauferstehung von Rory McIlroy als Turniersieger gestern bei der Australian Open. Und zum anderen ist es ja die erste Advent mal eben vorbei über Golfgeschenke zu Weihnachten. Michael, fass doch mal bitte für uns zusammen, was war da gestern los bei der Australian Open? Ja, zuerst muss man aus der Sicht eines Turnierveranstalters in dem Fall mal sagen, dass es perfekter von der Regie und von der Dramaturgie nicht hätte laufen können. Die beiden großen Namen im Feld, die beiden Zugnummern im Feld, Adam Scott und Rory McIlroy zusammen im Schlussflight, auch diejenigen, die wirklich den Sieg unter sich ausmachen konnten. Der dritte John Sandon war relativ weit weg schon. Und dann haben die beiden doch sehr unterschiedliche Runden gespielt, was man angesichts auch der 62 von Adam Scott am Auftakttag im Royal Sydney nicht unbedingt erwartet hat. Also man hat schon gedacht, es wird ein bisschen enger, aber so ist das. Adam Scott spielt nur eine 71 und Rory McIlroy spielt eine 66 und mit dem Bogey von Scott an der 18 und dem gleichzeitigen Birdie von McIlroy war das Ding gewonnen und ja, Rory McIlroy hat seinen ersten Turniersieg seit dem Gewinn des Finales vergangenes Jahr im Race to Dubai gemacht und das ist für mich ein Ergebnis der Entwicklung, die er in den vergangenen Wochen gemacht hat, wo er auch immer gesagt hat, wenn meine Probleme von außerhalb des Platzes sich anfangen aufzulösen, dann kann ich auch wieder Golf spielen. Und er hat dann letztlich diese Probleme dann mal endgültig als Ursache für seine Formkrise ausgemacht und dieses ganze die ganzen Gerüchte um Schläger und alles Mögliche damit letztlich auch ad absurdum geführt. Schön. Hanna, auch eine Bemerkung von dir zum gestrigen Spieltag? Ja, nicht nur zum gestrigen Spieltag. Ich finde auch diese 62 war es, nicht 82, am ersten Tag fand ich toll, 10 Birdies in Folge. Wer wünscht sich das nicht, mal so zu spielen auf dem Platz? Und damit hat er ja schon mal einen großen Vorsprung auch gegenüber Rory McIlroy gelegt mit 7 Schlägen. Den aber dann am Ende hat ihm der auch nicht so viel genützt. Und trotzdem er 83% der Grüns getroffen hat, hat es dann halt beim Putten nicht mehr ganz gereicht. Also die Putt-Statistik, wenn man sich das angeschaut hat, hat er 2 Putts halt immer gebraucht, während Rory halt einfach weniger Putts benötigt hat. Und schön zu sehen, am Ende halt mit einem Birdie dann noch das Turnier zu gewinnen. Tolles Finale, sehr spannend. Jonas, du hast ja ein Poster sogar von Rory aufgehängt. Wie hast du das denn verfolgt? Ich habe mir gerade nochmal die Highlights vom Schlusstag angeguckt und konnte da auch das gute Finish an der 18 nochmal aufnehmen, total klasse. Und ich freue mich auch total, dass er jetzt endlich mal wieder gewonnen hat, dass da jetzt gleich ein bisschen Ruhe reinkommt. Und ich bin mir total sicher, nächstes Jahr werden wir wieder viel McIlroy an der Spitze sehen, er wird Turniere gewinnen. Und spätestens zum Ryder Cup sollte er bestimmt wieder in Topform sein für Europa. Andreas, auch eine Bemerkung irgendeiner Art? Ja, ich muss sagen, dass ich das ganz erfreulich finde, dass Rory McIlroy jetzt quasi das beinahe solchen Jahr doch noch so gerade hinbekommen hat, noch einen Turniersieg eingefahren hat. Und eigentlich ist sein Werdegang so ein Beispiel dafür,
wie eng einfach die Abstände sind in der Weltspitze im Golfsport. Da ist halt wirklich ein paar Prozent nachlassen und man muss schon um den Cut bangen. Und wenn man das mal vergleicht jetzt mit anderen Sportarten, beispielsweise jetzt im Tennis, da sind im letzten Jahrzehnt fast immer die gleichen vier in den Halbfinals von den Grand Slam Turnieren. Und wenn du im Golfen ein paar Prozent nicht auf die Bahn kriegst, dann fragt schon kein Mensch mehr nach dir. Und die Erfahrung hat Rory McIlroy dieses Jahr auch gemacht, begleitet natürlich durch viele Diskussionen um Material, um Mensch und Material. Und ich hoffe, dass Jonas recht behält und wir Rory nächstes Jahr auch öfters wieder auch am dritten und vierten Tag sieht und am besten auch im letzten Flight. Ich habe an euch nochmal eine Rückfrage zu eben zu Rory McIlroys Saison. Und wie kann es denn sein, dass man zwischendurch auch mal so ein bisschen abstürzt? Zunächst mal an die Trainerin Hanna. Schlägerwechsel. Wie herausfordernd ist das? Wenn ich jetzt also morgen meine Marke wechseln würde, ja, von bla 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 zu bla bla, muss ich jetzt nicht sagen, was ich spiele, merke ich das denn überhaupt als Spieler? Definitiv, auf jeden Fall. Also wenn das ist aber auch in allen Sportarten, egal wo man das hinhört, wenn ich Material wechsle, das merke ich sofort. Ich würde niemals meinen Golfschlägersatz wechseln und dann am nächsten Tag in ein Turnier gehen. Sondern würde erstmal schön fleißig trainieren und gucken, dass ich damit auch gut zurechtkomme, weil auch die ganzen Schlägermarken ja auch unterschiedliche Lofts teilweise haben, unterschiedliche Herstellungsbedingungen und das ist ein großer Unterschied. Selbst ein Judo-Kämpfer würde sich niemals vor einem Wettkampf einen neuen Judo-Anzug zulegen, weil er einfach sagt, da weiß er nicht genau, wie er damit umgehen soll. Und so sehe ich das auch beim Golf schon ganz klar, besonders weil wir haben da halt nicht nur ein Werkzeug, sondern 14 verschiedene, die unterschiedlich reagieren. Und empfinde ich als sehr, sehr wichtig, dass man dort halt sich vorbereitet, bevor man den halt wirklich in den Wettkampf mit reinnimmt. Haben die anderen drei, niemand von euch als Amateur ähnliche Erfahrungen, Schläger gewechselt und schon ging der Score nach unten? Ja, diese Saison. Oh. Ich habe mir diese Saison neue Schläger gekauft und bin entgegen des Ratschlags relativ schnell ins Turnier gegangen. Und ja, das war so mittelmäßig. Ja, aber im Nachhinein so mit ein paar Wochen Training und auch Selbstvertrauen, Gewöhnung hat das auf jeden Fall eingeschlagen und ich habe einen Schritt nach vorne gemacht. Also würdet ihr, kann man sagen, dass so ein Schlägerwechsel doch auch erstmal verdaut werden muss? Ja, das ist einfach so, wenn man ein neues Material in der Hand hat, auch wenn wahrscheinlich ein Fitter sagt, das ist besser für dich, das funktioniert und ist richtig, denke ich mal, dass einfach dieses Selbstverständnis noch nicht da ist. Man hat einen Schläger in der Hand und beim Ansprechen geht ein Denkprozess los und wenn es auch nicht so läuft, fängt man an zu überlegen, ja, ist das denn wirklich wahr, was mir gesagt wird, wenn man sein Material hat, wo man jahrelang mit gespielt hat, dann stellt sich die Frage ja nicht mehr eigentlich. Und deswegen ist das ein Punkt, das Material, aber ich glaube bei Rory McIlroy, um mal bei dem Namen nochmal zu bleiben, ist viel entscheidender gewesen, dass er quasi als Wunderkind behandelt wurde und die Welt staunte, wie er Golf gespielt hat und plötzlich kam ein großer Ausstatter um die Ecke und hat ihn zum ziemlich reichen Mann gemacht und nicht nur zum reichen Mann, sondern auch zu einer wichtigen Werbeikone und dann kommen auf einmal Reize in dein Leben rein, man ist interessant für Hochglanzmagazine, für Boulevardblätter und dann ist das auch ein Faktor, wo wirklich nur 2, 3, 4, 5% Fokus verloren gehen und dann wird man halt wirklich überflügelt von der Konkurrenz. Michael, was ist denn deine Ansicht nochmal zu Rorys Formkrise von diesem Jahr? Ja, also ich finde es in Ergänzung zu dem, was eben schon gesagt wurde, ganz interessant und auch was die Wirkung von neuem Material betrifft. Er hat mal gesagt, ist noch gar nicht so lange her, dass er zwar mit seinem neuen Ball ein ähnliches Gefühl beim Impact hat, aber ein anderes Geräusch. Und das hat ihn unglaublich irritiert. Am Anfang, da musste er sich dran gewöhnen. Ich denke, natürlich, das wissen wir alle, neues Schlägermaterial oder überhaupt anderes Material bedarf der Eingewöhnung. Ich glaube aber nicht, dass es bei ihm den Ausschlag gegeben hat. Die Profis haben genug Zeit, sich damit abzugeben, damit einzuschießen. Sie haben die Trainer, die daneben stehen und mit ihm arbeiten. Gebt da Andreas völlig recht. Es gab zu viel von außen. Für das er auch noch nicht reif war von seiner Abgeklärtheit, von seiner Fokussierung auf die Dinge. Er hat Probleme mit seinem Management gehabt. Er musste sich von, ich sag das mal bewusst, sehr kommentieren, von Conor Rich befreien, seinem Manager. Er hat Probleme mit
Ausrüstern gehabt, die ihm auf die Pelle gerückt sind, als er mit Nike unterschrieben hat, etc. etc. Er ist ein sehr offener, sehr ehrlicher und, glaube ich, auch ein ziemlich geradliniger und sauberer Typ, und das ist einfach nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Und seitdem er das weg hat oder im Griff hat einigermaßen, läuft es vorwärts. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, als er 2012, bevor er die PGA Championship gewonnen hat, hat er auch wochenlang nichts gewonnen und hat eher, auf Deutsch gesagt, auf der Wiese rumgehackt für seine Verhältnisse. Und er ist ja auch noch nicht der Einzige, dem solche, sagen wir mal, Formkrisen unterlaufen sind. Also da hat Andreas auch recht, das Wunderkind ist gehypt worden, und umso tiefer ist dann der Fall in der öffentlichen Wahrnehmung. Okay, jetzt gab es dann ja auch immer noch Gerede um seine Freundin. Hanna, macht das einen Einfluss? Ja, die Umgebung macht auf jeden Fall einen Einfluss anhand solcher Ergebnisse. Das sieht man auch ganz häufig bei Amateuren, die halt noch ihren Job halt mit auf den Golfplatz halt mitnehmen und dann einfach nicht konzentriert oder fokussiert auf das Spiel sind. Ganz klar macht das einen großen Einfluss. Und aus den Augen des Fans, Jonas? Ich kann Hanna da nur zustimmen. Ich glaube, der Schlägerwechsel war gar nicht so das Thema, aber diese Unruhe und dann diese Unruhe noch dazu kam mit seiner Freundin, wo man gerade dachte, das legt sich jetzt alles so ein bisschen. Das hat irgendwie alles diesen Fall, wenn man das so sagen will, irgendwie gefördert, und das nimmt sicherlich einen großen Einfluss, denke ich auch. Ja. Okay, dann lassen wir das Thema Rory McIlroy mal hier bestehen und gucken einfach im nächsten Jahr, was uns da erwartet. Und gehen wir mal zum Thema Geschenke über. Ich hatte meine Gesprächspartner gebeten, mal ein Geschenk vorzustellen. Haben die auch alle gemacht und was mitgebracht. Andreas, fang doch mal an, zeig mal, was wir bei dir sehen können. Ich drehe mal den Rechner hier zum Boden. Also nicht der Fernseher ist das Entscheidende, sondern hier diese Puttingmatte. Okay, schön. Ja, so ungefähr 2 Meter lang. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Das mag vielleicht ein bisschen albern klingen. Aber jede Werbepause, die man irgendwie, mit der man konfrontiert wird, wenn man abends Fernsehen guckt, da verbringt an der Puttingmatte, dann wird sich erkennbar Erfolg einstellen, wirklich. Also unabhängig davon, ob das jetzt so schnell ist wie ein richtiges Grün oder ob da Break vorhanden ist oder nicht, man übt einfach diese Wegnehmenbewegung vom Schläger beim Putten, man gewöhnt sich an eine eigene Bewegung an. Und die hat mich extrem weitergebracht, und preislich sind wir da bei grob irgendwie 50, 60 Euro. Ist eigentlich optimal, auch als Geschenk an Weihnachten. Also für sich selber als Geschenk, ne? Ja, aber man hat ja vielleicht auch Familienmitglieder oder Freunde, die Golf spielen. Also ich habe dieses Jahr so ein bisschen meinen Vater auf dem Zettel. Ich hoffe, er guckt diesen Hangout nicht. Ich glaube, der ist dieses Jahr reif für so eine Matte. Ja, sehr gut. Ich habe auch vorhin gedacht, du trainierst ein bisschen auf Geschwindigkeit. Möglicherweise bügelst du oder deine Freundin das Grün ab und zu mal. Macht das die Sache schneller? Bügeln wäre jetzt übertrieben. Ab und zu, wenn es mal verstaut wird, die Matte, dann kommt sie aus dem Schrank zurück, hat so ein paar Falten. Dann lege ich ein paar Bücher drauf, damit die wieder schön glatt ist. Und man muss schon so einmal in der Woche mit dem Staubsauger drüber fahren, weil sonst wird es, dann gibt es Ärger. Wenn ich hier mein Grün nicht sauge, dann gibt es zu Hause Ärger. Ja, gibt hier zurzeit auch ganz tolle Puttingmatten, wo man wirklich die Geschwindigkeit auch des Putts einstellen kann. Also da haben sich die Hersteller ja was Tolles einfallen lassen. Lange Putts, kurze Putts, teilweise mit Puttingmatten bis zu 8 Meter gibt es ja, die wir bei uns halt auch im Fitnesstraining in der Halle dann mit nutzen. Und somit kann man dann mit Break, ohne Break schnell und langsam trainieren. Also auf jeden Fall für den Winter, wo ja die Grüns dann nicht in so einem guten Zustand sind, wie wir es in Australien haben oder sonst wo in der Welt, in Südafrika, ist das zu Hause auf jeden Fall schön zu üben. 8 Meter, das wäre was für unsere Redaktion, muss ich hier mal vorschlagen. Michael, was hast du denn, an welches Geschenk hast du gedacht? Ja, das passt ganz gut zu dem, was Andreas eben gesagt hat. Ich hätte da 2 Bücher sozusagen, eine Empfehlung, die er im Zweifelsfalle auf seine Pappmatte legen kann, wenn die Falten geworfen hat. Die sind dafür jedenfalls groß genug und auch schwer genug, aber sie dienen nicht nur als Beschwerungsmaterial, sondern es ist wirklich 2 wunderbare, herrlich illustrierte Bücher. Das eine ist Golf Courses, Favorite of the World von David Cannon, und das andere ist Legendary Golf Clubs of Great Britain, oder Golf Clubhouses, muss man genauer sagen. Und es sind Bücher, die aus dem englischen bzw. amerikanischen Sprachraum kommen.
die man sich im Internet zusammensuchen muss, die nicht unbedingt in jedem Laden hier in Deutschland zu finden sind, die aber von ihrem fotografischen Angebot her und von den Einblicken, die sie auch in die Golfclubs und in die Architektur vermitteln, ganz wunderschöne Bücher sind. Das klassische Coffee Table Book, aber wirklich lesens- und vor allen Dingen anschauenswert. Okay, wer jetzt das nicht mitschreiben konnte, kein Problem. Wir packen die Informationen in die Beschreibung. Ja. Hanna hat Taschen mitgebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie hat eine eigene Kollektion kreiert. Stell uns doch mal vor, was du gemacht hast und was es damit auf sich hat. Ja, ich habe gemerkt, in der letzten Zeit, der Trend geht ja zu individuellen Geschenken, sei es jetzt, dass man sein individuell schönes Golfbild sich an die Wand hängt oder seine Golfschuhe selber gestaltet. Ich wurde häufig angesprochen von meistens Golferinnen, die dann halt nicht ihre Utensilien wie Scorekarte und den Autoschlüssel und die Schminkutensilien irgendwo in dieser großen Golftasche halt verstecken wollten, sondern lieber so ein kleines Golfaccessoire-Täschchen hätten. Und da gibt es leider nicht so viel auf dem Markt, was jetzt sehr individuell ist. Und somit kam halt bei mir die Idee auf, okay, dann scheint da ja ein Markt zu sein und habe selber ein individuelles Golf-Tashing-Design, was man halt ans Golfbag hängen kann. Ist aus feinstem Kalbsleder in Verbindung mit einem hochwertigen Brokatstoff in verschiedenen Farben gearbeitet. Fällt auf jeden Fall auf. Ist ganz einzigartig, wird auch nur einzeln angefertigt. Und somit kann man sich da wirklich was Schönes zusammenstellen. Und wem es dann fürs Golfspielen dann halt gereicht hat und dann vielleicht man dann auch noch weitergehen möchte zum Kaffeeklatsch, kann man es dann sehr, sehr gut auch noch als Handtasche weiterverwenden. Oh, schön. Kannst du das eben in die Kamera halten, dass wir ungefähr einen Eindruck haben? Ja, ich kann mal was in die Kamera halten. Und zwar, das sieht es so aus. Okay, schön. Ja, das ist mit floralen Mustern, das ist ein handgewebter Stoff, den es halt auch nur in einer bestimmten Anzahl an Ballen überhaupt auf der Welt gibt. Somit sind das auch wirklich Einzelanfertigungen und bisher kommt es sehr, sehr gut an. Und nachdem das mit der Golf-Accessoire-Tasche so gut angenommen wurde, sind dann auch weitere Handtaschen dann entstanden, die man dann auch nach dem Golfspielen wunderbar weiterverwenden kann. Okay, Bezugsquelle gibt es auf Anfrage. Andreas, war das eine Geschenkoption für dich? Ja, ich hätte jetzt vielleicht eine andere Farbe gewählt, aber das ist ja Geschmackssache. Ich hab eine Befürchtung bei der ganzen Geschichte. Frauen neigen ja eh dazu, beim Golfspielen immer vom Wesentlichen abzuschweifen und wenn es dann auch noch um Taschen geht, dann ist es ja gar nicht mehr bei der Sache. Aber trotzdem keine schlechte Idee. Da habe ich eine ganz andere Hypothese dazu. Ich habe unlängst mal eine junge Gründerin gefragt, die ein Kleidungsshop für Fahrräder betreibt im Internet für Damenmode. Und sie sagte, nee, Damen muss man ganz anders verstehen. Die müssen sich am Golfplatz wohlfühlen und sie müssen das Gefühl haben, ich sehe toll aus und ich bin auch gut gestylt. Und deswegen, weil ich so gut gestylt bin, deswegen spiele ich auch gut. Ja, dann ist natürlich so eine Tasche absolut ein Schritt nach vorne, auf jeden Fall. Jonas, was hast du dabei? Oder welchen Vorschlag? Ich habe gefunden oder gesehen, ein kleines Golf-Accessoire für den Büro-Schreibtisch auch für zu Hause, ein Golf-EK mit einer LCD-Anzeige als Windschutzscheibe, wo dann Uhrzeit, Temperatur, Datum drauf ist mit Alarmfunktion. Das fand ich so ganz, ganz charmant, ganz lustig so für den Schreibtisch und fand ich klasse für euch Kleinigkeit. Schön. Jetzt ist das bei Geschenken ja immer so eine Sache. Ne? Manchmal bekommt man Geschenke, wo man eigentlich direkt sagen würde, kann ich das auch wieder umtauschen? Will ich euch jetzt nicht fragen nach diesen Geschenken, sondern eher andersrum, habt ihr das schon mal erlebt oder habt ihr schon mal gesehen, dass jemand ein Geschenk bekommen hat, von wo ihr sagt, oh, was für ein Glück, dass ich das nicht bekommen habe? Und wenn ja, was war das für ein Geschenk? Michael, was ist sozusagen da? Was mir spontan zu dem Thema einfällt, ist dieses gelegentlich sehr beliebte Geschenk einer Pitchgabel, die in dem Fall so dermaßen verkünstelt war durch Club-Logo und Wappen obendrauf und am Griffende, dass derjenige, der sie geschenkt bekommen hat, hat sie, glaube ich, exakt zweimal benutzt, nämlich das erste und das letzte Mal. Also die ist dann wirklich in der Versenkung verschwunden und wurde nie wieder benutzt, obwohl ich sagen muss, Pitchgabeln kann man immer verschenken, weil es gibt nicht genug Taschen, Hosentaschen und nicht genug Pitchgabeln, die da rum
fliegen, wenn man sich anguckt, wie es immer noch auf den Grüns aussieht und wie wenig von den Pitchmarks bisher oder nach wie vor dort repariert werden. Aber sie sollten, und das gibt es eben halt natürlich auch auf dem Markt, so ergonomisch sein, dass man sie auch gerne in die Hand nimmt und keine Ausrede hat, um die Pitchmarke nicht zu reparieren. Okay, schön. Andreas, was hättest du denn gerne nicht bekommen? Ja, ich kann eine kleine Anekdote mal erzählen von zu Hause. Mein Vater hatte sich mal einen Regenschirm, Golf-Regenschirm gewünscht. Und die sind ja jetzt auch von den Marken nicht so wahnsinnig teuer. Aber meine Mutter hat gedacht, ich bin schlauer als die anderen und kaufe einen im Discount für irgendwie 6 oder 7 Euro. Mein Vater packt den aus, sieht schon im ersten Blick, da ist überhaupt gar kein Ausrüster drauf, macht den auf, spannt den Regenschirm auf und das Ding ist kaputt. So, und das war wieder so ein Beispiel dafür, billig kaufen ist teuer kaufen. Und manchmal ist es auch besser, wenn man einfach bei den Golfmarken bleibt und nicht meint, man wäre schlauer als die anderen. Hanna, gibt es auch irgendwas, wo du sozusagen mal ein schlechtes Geschenk von gehört hast? Also ich kann jetzt nicht direkt irgendwie sagen, ein schlechtes Geschenk, aber wir machen mit unseren Jugendlichen, falls ich dann auch mal sowas gehabt haben sollte, was jetzt nicht so meins war, wir machen mit unseren Jugendlichen im Jugendtraining auch immer Erwichteln und da kommen die Geschenke immer wunderbar unter. Wenn dann mir etwas nicht gefällt oder ähnliches, dann kann ich das dann wunderbar unterbringen. Und, die Kinder haben meistens daran Spaß. Jonas? Ich habe das in der Form auch noch nicht erleben dürfen, vielleicht auch zum Glück. Aber ich finde, bevor man sich unsicher ist, sollte man den Leuten dann lieber, vielleicht ist es auch langweilig, aber ich finde Gutscheine dann lieber sicherer, dann kann sich da jeder selbst einfach entscheiden, für sich selbst entscheiden, was er damit anstellen möchte, was er am besten gebrauchen kann. Das finde ich dann immer ein bisschen hilfreicher, gerade wenn man sich unsicher ist. Und jetzt umgekehrt, so ein sehr schönes Geschenk, wo du sagst, boah, das wäre aber toll, wenn mir das einer schenken würde. Was wäre das? Ich würde sehr gerne ein Goldbody oder Goldlaser haben. Also da beneide ich die, die einen haben. Das wäre wirklich was, wo ich sagen würde, ja, das kann ich mir, das nehme ich auf jeden, das nehme ich sofort und gib's nicht wieder her. Andreas, bei dir etwas? Ja, ich habe dieses Jahr auch nachgerüstet, so ein Golf-Buddy bzw. ein Lasergerät habe ich mir sogar gekauft, mal richtig, und nicht irgendwie schenken lassen. Ich bin eigentlich gut ausgerüstet, so kleine Accessoires. Ich meine auch, es gibt zu wenig Aschenbecher an Bags auf der Runde, auch wenn ich nicht zum Rauchen aufrufe, aber ich habe noch ganz selten mal einen Aschenbecher am Bag gesehen, finde ich ganz spannend. Eine Ballangel finde ich ganz spannend, oder die ist auf jeden Fall sehr brauchbar und ja, wenn man mal was zum Lachen haben will, so eine Haube für einen Driver mit ein bisschen Fantasie, mit ein bisschen Witz, finde ich auch nicht schlecht. Übrigens, Andreas, bei uns im Kölner Würfel gibt es sogar Aschenbecher zum Ausleihen. Ja, ist ja so. Vorbildlich. Hanna, worüber würdest du dich denn? Du sagst, das wäre ein tolles Geschenk, hätte ich auch gerne genommen. Ja, auch grundsätzlich, ich finde ja diese elektrisch fahrenden Trolleys sehr schön. Also die nehme ich immer ganz gerne, wenn es die irgendwo zum Ausleihen gibt, wenn ich dann mal Golf spielen gehe. Das würde ich schon ganz gerne auch so unter Weihnachtstisch haben, aber wieder in den Farben, die dem Andreas wahrscheinlich nicht ganz so gefallen, weil also der Rosaton dann angesagt, damit es auch dann auffällt. Also, muss ja schick aussehen auf dem Golf. Also die mit der Fernbedienung, ja, die man sich ein bisschen vor sich hier fahren lassen kann. Absolut. Michael, bei dir? Ja, die Liste der Wunschgeschenke würde wahrscheinlich die Zeit und die Runde dieses Hangouts irgendwie sprengen. Da kommt einiges zusammen. Ich möchte aber auf was anderes hinweisen. Es gibt ein wunderbares Spiel namens Golf Will. Das passt ganz gut in diese Zeit, wo es abends dunkel wird, wo man früh wieder rein muss, wenn man überhaupt noch Golf spielt. Es ist ein Brettspiel. Es geht natürlich um Golf. Es geht um Würfelschläger oder Schlägerwürfel, um die Spiele die Schläge auszuführen. Das Spiel ist auf Golfpost auch schon beschrieben worden, kann man da nachlesen. Ich glaube, das ist eine ganz witzige und spannende und auch lustige Sache, um in der etwas größeren Runde oder auch in der Familienrunde den einen oder anderen einzufangen oder zu begeistern, der noch nicht auf dem Golfplatz gefunden hat. Also kann man auf Golfpost nachlesen. Golf Will heißt das Spiel. Letzte Frage in die Runde. Wie ist es mit den Gutscheinen? Waren eben schon, wie ist es mit Gutscheinen für Trainerstunden, für Wintertraining? Nimmt man das hin oder ist das eher so ein Ausweichgeschenk?
Also bei mir wird es sehr gut angenommen. Also wir haben jetzt natürlich auch ein Winterspecial und habe viele, die das wunderbar als Weihnachtsgeschenk nehmen, was dann auch sehr, sehr gut angenommen wird. Ebenso die Golfreise, die ganz gerne verschenkt wird. Wir haben jetzt auch bei meiner Golfreise, weiß ich auch schon von zwei Personen, die halt ihren Frauen dann eine Golfreise schenken, wo wir dann im März nach Mallorca fahren. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Vorfreude, dann nach Weihnachten, nach dem Winter dann ein bisschen in die Sonne zu kommen. Das ist dann wahrscheinlich eher schon das Geschenk für den etwas größeren Geldbeutel, nehme ich an, das ist der Reise. Ja, schön. Vielen Dank für die Runde heute. Der Ausblick fürs Wochenende. Am Wochenende tritt Martin Keimer bei der Netbank Challenge in Südafrika an. Und deswegen werden wir uns nächste Woche Montag bei unserem Golfpost Talk dann auch mit der hoffentlich guten Turnierleistung von Martin Keimer und mit Südafrika als einer sehr schönen Reiseregion beschäftigen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in dieser Woche und danke fürs Mitdiskutieren. Tschüss. Danke auch. Bis nächste Woche. Tschüss. Danke. Tschüss.